Es gibt so einen Beschluss, die Simon Wiesenthal-Lectures, die Eröffnung zu ritualisieren. Das heißt, dass ich am Anfang immer hier stehe und Sie willkommen heiße. Ich sehe zwar nicht viel Sinn darin, dass ich Sie jetzt willkommen heiße und dann weggehe vom Podium, aber es gehört zum Ritual. Also heiße ich Sie recht herzlich willkommen und es freut mich, dass Sie gekommen sind. Ich weiß, dass in Wien in diesen Tagen um den 9. November sehr, sehr viel los ist und dass es viele Parallelveranstaltungen gibt. Es freut mich trotzdem, dass Sie auch wieder zu uns gefunden haben. Und ich freue mich, Sarah Berger begrüßen zu dürfen. Durch den heutigen Abend führt sie unsere wissenschaftliche, unsere akademische Programmleiterin Eva Kovac. Und ich bitte Sie, das Wort zu übernehmen. Guten Dankeschön. Weiter zur Ritualisierung. Meine Damen und Herren, ich freue mich auch, Sie alle hier recht herzlich bei unserer Lecture begrüßen zu können. Unser Gast ist heute Sarah Berger, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Fondazione Museo della Shoah in Rom, die über die Vernichtungslage der Aktion Reinhardt vortragen wird. Das ist das Buch. Vielleicht haben Sie schon das gelesen oder gesehen. Darf ich Ihnen Frau Berger kurz vorstellen? Sie studierte zwischen 1998 und 2005 an der Ruhr-Universität Bochum mit den Fächern Neuere und Mittelalterliche Geschichte, Italienische Literaturwissenschaft und Sozialpsychologie. Die Magisterarbeit hat sie über die Judenverfolgung in der Republik von Salo und ihre Aufarbeitung von deutschen Gerichten geschrieben. Zwischen 2006 und 2011 promovierte sie über Täter und Organisation der Vernichtungslager Bezeks, Sobibor und Treblinka an der Ruhr-Universität Bochum. Zwischen 2003 und 2008 mitarbeitete sie an verschiedenen Projekten in Italien, unter anderem am Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea in Mailand. Und seit 2009 ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin der Fondazione Museo della Shoah in Rom. Sie machte auch wissenschaftliche Koordination der römischen Ausstellungen und Kataloge 1938 Legge Razziali zur antijüdischen Gesetzgebung in Italien sowie Auschwitz-Birkenau. Sie war Co-Kuratorin der Ausstellung und des Katalogs I Ghetti Nazisti. Frau Berger, Sie haben das Wort. Ich möchte mich zuallererst herzlich für die Einladung nach Wien bedanken. Vorab möchte ich gerne einige Worte darüber verlieren, wie sehr die Lager der Aktion Reinhardt in Begriff der Ermordung der polnischen Juden auch mit Wien verbunden sind. Vorsichtig geschätzt könnten um die 10.000 Wiener Juden auf zumeist indirektem Weg in Belzec, Sobibor und Treblinka ermordet worden sein. Nach Belzec kam wahrscheinlich im Mai 1942 ein Großteil der über 2.000 Juden, die im Februar des vorherigen Jahres nach Opole-Lubelski deportiert worden waren. Sie gehörten zu den Menschen, die bereits in den ersten Monaten 1941 nach Polen in das sogenannte Generalgouvernement verschleppt wurden. Auch die etwa 1000 Juden, die im März 1941 nach Modlibor-Zyce verschleppt wurden, fanden hier und zwar im November 1942 den Tod. In Treblinka starb im August 1942 ein Großteil der über 1000 Juden, die im Februar 1941 nach Kielce deportiert wurden, sowie die meisten der knapp 1000 Juden, die einen Monat später nach Opatov, Endlagow kamen. Aus diesen Orten wurden Juden im Oktober 1942 nach Treblinka deportiert. Die etwa 4000 Juden, die zwischen April und Juni 1942 nach Izbica deportiert wurden, kamen in den nächsten Monaten in Belzec oder Sobibor ums Leben. Die etwa 1000 Juden, die etwa Ende April nach Vodava verschleppt wurden, wurden ebenfalls in Sobibor ermordet. Ein Zug ging zudem am 14. Juni 1942 mit 996 Deportierten aus Wien direkt nach Sobibor.
Wiener Juden fanden sich zudem in den Deportationszügen aus Theresienstadt nach Treblinka im September und Oktober 1942 sowie aus Frankreich und den Niederlanden nach Sobibor im Jahr 1943. Weitere wurden über Städte wie Berlin nach Sobibor deportiert. Einzelne österreichische Juden fanden sich sogar noch unter den Deportierten, die im Herbst 1943 aus Minsk nach Sobibor deportiert wurden. Darunter war der Expressionist Fritz Schwarz-Waldeck, der für das Lagerpersonal in Sobibor Landschaftsbilder und andere Gemälde anfertigen musste. Besonderes Leid erfahren mussten einige Wiener Jüdinnen, die dem Lagerpersonal sexuelle Dienste leisten mussten. Eine weitere Verbindung der Reinhardt-Lager mit Wien, diesmal auf Seiten der Täter, ist Gustav Wagner, der hier 1911 geboren wurde und in Sobibor Spieß und Vertreter des Lagerleiters war. Er war unter den Überlebenden wegen seiner Gewalttätigkeit bekannt. Nun kehre ich aber zu meinen Forschungen zu den Vernichtungslagern zurück, die die Organisation und die Täter der Lager besonders im Blick haben. Ich werde mich im Folgenden zuerst auf die Ingangsetzung der Aktion Reinhardt konzentrieren, bevor ich die verschiedenen Phasen der Vernichtungslager behandle. Zuletzt werde ich die Täter charakterisieren. Ich möchte bei diesem schwierigen Thema als Prämisse vorausstellen, dass es nicht einfach ist, den Massenmord angemessen mit kritischer Distanz und nüchtern zu beschreiben. Dies wird besonders bei allgemein positiv besetzten Begriffen wie Effizienz, Herausforderung oder Initiative deutlich. Zudem ist es bei diesem Untersuchungsgegenstand teilweise nicht möglich, die von den Tätern selbst geprägten, häufig zynisch und euphemistischen Begriffe wie Arbeitsjuden, Transportabfertigung etc. nicht zu verwenden. Damit beginne ich mit den Entwicklungslinien, die die Ingangsetzung der Aktion Reinhardt zur Folge hatten. Erstens hatte sich im Spätsommer und Herbst 1941 in den nationalsozialistischen Führungsebenen insgesamt die Vorstellung durchgesetzt, dass eine massenhafte Ermordung der jüdischen Bevölkerung eine alternative Handlungsmöglichkeit darstellte. Seit dem Sommer 1941 ermordeten Einsatzgruppen systematisch Juden in den von der Wehrmacht besetzten Gebieten der Sowjetunion. Dieses System der Massenerschießung erschien den Verantwortlichen aber nicht als geeignet, um auch die polnischen oder gar die westeuropäischen Juden zu töten. Es wurde in den Planungen daher auf eine bereits bekannte Tötungsart zurückgegriffen, die Ermordung mit Giftgas. Mit Kohlenmonoxid waren sowohl Patienten während der Euthanasie in den T4-Instituten als auch Patienten psychiatrischer Anstalten in den annektierten Gebieten in Gaswagen ermordet. Im Spätsommer 1941 experimentierte auch Personal in Auschwitz mit dem Blausäureglas Zyklon B und im Kriminaltechnischen Institut des Reichssicherheitshauptamtes wurde ein neuer Typ des Gaswagens gebaut, der nicht mehr mit Flaschengas operierte, sondern mit Hilfe der eigenen Abgase, die über ein Röhrensystem in das Wageninnere geleitet wurden. Solche Gaswagen wurden später in Kulmhof, aber auch bei den Einsatzgruppen eingesetzt. Werfen wir nun zweitens einen Blick auf die Situation vor Ort, auf das Generalgouvernement, das spätere Kerngebiet der Aktion Reinhardt, das ich in der Karte rot gekennzeichnet habe. Es bestand seit Sommer 1941 aus den Distrikten Krakau, Warschau, Radom, Lublin und Galizien. Dazu kam der blau gekennzeichnete Regierungsbezirk Białystok. Zu diesem Zeitpunkt waren die in Polen lebenden Juden bereits gekennzeichnet, entrechtet, ausgeplündert, ausgebeutet, in einigen Städten in beengten Ghettos, in denen Hunger und Krankheiten herrschten, eingesperrt, misshandelt und nicht nur in Einzelfällen getötet wurden. Seit Oktober 1941 durften sie gegen Androhung der Todesstrafe den ihnen zugewiesenen Wohnraum nicht mehr verlassen. Der SS- und Polizeiführer von Lublin, Odilo Globocznik, drängte im Spätsommer 1941 darauf, die sogenannte arbeitsunfähige jüdische Bevölkerung seines Distrikts töten zu können. Dies auch vor dem Hintergrund einer geplanten Germanisierung seines Distrikts. Er erhielt am 13. Oktober 1941 vom Reichsführer SS Heinrich Himmler die Zusage, mit dem Bau eines Vernichtungslagers in seinem Distrikt beginnen zu können. Drittens stand ab August 1941 mit der vorläufigen Einstellung der Euthanasieaktion Personal zur Verfügung, das auf die Tötung mit Giftgas spezialisiert war. Zuständig für die Euthanasie war das von Oberdienstleiter Viktor Brack geleitete Hauptamt II in der Kanzlei des Führers der NSDAP. Das ist Hitlers Privatkanzlei. Die Zentrale der Euthanasie in Berlin befand sich zunächst im Kolumbushaus, später in der Tiergartenstraße 4, weswegen die Euthanasie den Codenamen Aktion T4 bekam. Die Aktion T4 fand seit Anfang 1940 in den 6 Euthanasieeinrichtungen Grafeneck, nach dessen Schließung Hadamar, Brandenburg an der Havel und nach dessen Schließung Bernburg an der Saale, Sonnenstein in Pirma und Hartheim bei Linz statt.
Die T4-Anstalten unterstanden einer Doppelspitze aus Bürovorstand und medizinischem Leiter. Die Bürovorstände und ihre Stellvertreter wie Wirt, Reichleitner, Hering und Stangl waren Polizisten. Die medizinische Seite der Aktion leitete ein Arzt, zum Beispiel Imfried Eberl. Zusammen mit der Zentrale in Berlin arbeiten in den Einrichtungen ca. 500 Männer und Frauen. Sie hatten zusammen über 70.000 Patienten in Gaskammern mit CO-Flaschenglas getötet. Für dieses Personal wurden durch die Kanzlei des Führers und insbesondere durch Viktor Brack alternative Handlungsfelder gesucht, um es für eine Wiederaufnahme der T4 zusammenzuhalten. Unter diesen neuen Aufgabenfeldern waren zum einen die noch weiterlaufende Aktion 14F13, das heißt die Ermordung von körperlich geschwächten Häftlingen aus Konzentrationslagern und der Osteinsatz der Organisation TOT im Frühjahr 1942. Neben dem Anwärter Globocznik gab es auch Überlegungen, das Mordpersonal in anderen Einsätzen, unter anderem im Distrikt Galizien, zu verwenden. Die vorläufige Entscheidung, T4-Personal Globocznik zur Verfügung zu stellen, fiel noch im Oktober 1941. Endgültig wurde sie Mitte Dezember 1941 getroffen. Festzuhalten ist, dass es zu diesem Zeitpunkt noch keine Pläne gab, die gesamte jüdische Bevölkerung des Generalgouvernements von T4-Personal ermorden zu lassen. Dies wird insbesondere bei einem Blick auf das nur schubweise versendete Personal deutlich. Die Grafik zeigt, dass keinesfalls von Anfang an planmäßig ausreichendes Personal vor Ort eingesetzt war. Vielmehr wurden viele Männer erst im September 1942, manche sogar erst 1943, in den Osten versetzt. In die Vernichtungslager wurden letztendlich Arbeitskräfte fast aller Gruppierungen der Euthanasie versetzt. Das heißt Pfleger, Handwerker, Verwaltungspersonal, Polizisten, Leichenverbrenner etc. Nicht zum Osteinsatz gelangten die Ärzte, mit Ausnahme von Irmfried Eberl als Kommandant von Treblinka. Auch das weibliche Personal, das heißt die Pflegerinnen und die weiblichen Bürokräfte, blieben im Reich. Der Rückgriff auf das Personal der Euthanasie bei der Ermordung der Juden hatte besondere Vorteile. Den Männern waren die Arbeitsschritte bei der Tötung bekannt. Sie wussten Bescheid über die notwendigen Tötungsstrukturen. Sie kannten das Tötungsmittel und die Tötungsprinzipien, wie die Täuschung und die Versperrung von Fluchtmöglichkeiten. Nicht zuletzt, und dies ist ebenfalls ein wesentliches Merkmal dieser Tätergruppe, arbeiteten sie als Gruppe sehr gut zusammen. Bevor ich Sie chronologisch durch die Geschichte der drei Vernichtungslager der Aktion Reinhard führe, möchte ich Ihnen zunächst meine Perspektive auf die Lager und das Personal vorstellen. Ich sehe die ca. 120 Männer, die das Personal der drei Lager ausmachten, als ein Netzwerk. Dieses benenne ich aufgrund seiner Tätigkeit in der Euthanasie als T4-Reinhard-Netzwerk. Als Netzwerk beziehe ich mich nicht nur auf das Personennetzwerk an sich, sondern im Sinne der Soziologin Renate Mainz auf eine spezifische Organisationsform, die sich bei dieser Tätergruppe beobachten lässt. Das Netzwerk als Organisationsform ist bei Mainz eine soziale Gruppe von Akteuren, die unter bestimmten Bedingungen und in bestimmten Strukturen voneinander abhängig sind. Ihr Handeln aber ist nicht ausschließlich durch geregelte Vorschriften und hierarchische Befehlsketten, das heißt durch Autorität und Gehorsam bestimmt. Die Akteure sind also teilautonom, sie haben Handlungsspielräume und Entscheidungsmöglichkeiten und es muss ein Interessensausgleich zwischen dem Nutzen des Systems und dem individuellen Nutzen gefunden werden. Wie die Grafik zeigt, gelangten von den etwa 500 Männern und Frauen, die an der Euthanasie beteiligt waren, 117 Männer zur Aktion Reinhard, wo sie durch 4 von außerhalb kommende Männer verstärkt wurden, mit denen sie zusammen das T4-Reinhard-Netzwerk bildeten. Von diesem wurden wiederum nach Abschluss der Aktion Reinhard mindestens 78 Männer in das Adriatische Küstenland nach Triest versetzt, wo sie sich erneut als Netzwerk formierten. Die Lager und die Täter waren wiederum vernetzt mit anderen Akteuren. Innerhalb der Lager waren dies die Travniki-Wachmänner und die sogenannten Arbeitsjuden, welche die Innennetze der Lager bildeten. Ebenso wichtig waren die Außennetze, wie etwa das Deportationsnetz und das Raubnetz. Innen- und Außennetze beziehen sich auf die interorganisatorische Zusammenarbeit des Täterkollektivs mit anderen deutschen und ausländischen Gruppen. Kommen wir nun zur Aufbauphase von Herbst 1941 bis Juni, Juli 1942. In dieser Phase wurden in allen drei Lagern operative Vernichtungsstrukturen aufgebaut. Als erstes Lager konstituierte sich das Versuchslager Belzec.
Seit April 1942 baute T4-Personal sukzessive die Vernichtungslager Sobibor und Treblinka auf. Belzec und Sobibor wurden im März und Mai 1942 in Betrieb genommen. Treblinka sollte seine mörderische Tätigkeit erst im Juli aufnehmen. Die Männer kamen, wie bereits aufgezeigt, in mehreren Schüben in die Lager. Im Herbst 1941, also noch vor der endgültigen Erscheinung, und im Frühjahr 1942 nach Belzec. Im April als geschlossene Gruppe nach Sobibor. Von April bis Juni folgte weiteres Personal nach Treblinka. Bis zum Ende der Aufbauphase wurden insgesamt 51 Männer in die Vernichtungslager versetzt. Sie alle stammten, abgesehen von drei Aufsehern, die aus Travniki nach Belzec und Sobibor abgeordnet wurden, aus dem Personalbestand der Euthanasieaktion. Vier Personen verließen das Netzwerk bis Mitte 1942 aus unterschiedlichen Gründen wieder. Die Leitung der Lager übernahmen die Polizisten Christian Wirth in Belzec und der Österreicher Franz Stangl in Sobibor sowie der ebenfalls österreichische Arzt Dr. Elmfried Eberl in Treblinka. Alle drei hatten zuvor die T4-Institute geleitet. Zu den Pioniergruppen, die das Lagersystem aufbauten, gehörten die insgesamt 9 aktiven SS-Angehörigen, die schon vor dem Krieg in den SS-Wachverbänden bei Buchenwald und Sachsenhausen gedient hatten. Während der Euthanasie hatten diese Männer zumeist als Leichenverbrenner gearbeitet. Diese Gruppe war ideologisch sehr gefestigt und es ist daher kein Zufall, dass sie auch später den Führungsgruppen angehörten. Zu diesen Männern gehörte Kurt Franz, der spätere Vizekommandant in Treblinka wurde, Gottfried Schwarz, der diese Funktion dauerhaft in Belzec innehatte, Johann Niemann, der Vize in Sobibor wurde, Josef Oberhauser, der Wirt als Vize später in Lublin beiseite stand, sowie Lorenz Hackenholt, der in allen Lagern insbesondere für das Funktionieren der Gaskammern verantwortlich war. Alle drei Lager firmierten offiziell als SS-Sonderkommandos. Die Mehrzahl der Männer gehörte jedoch nicht der SS an oder hatte nur geringe Dienstgrade. Diese Männer bekamen fiktive Dienstgrade eines SS-Unter- oder SS-Oberscharführers zugewiesen. Das T4-Reinhardt-Netzwerk agierte von Anfang an eigenständig und war den beiden Dienststellen von Brack und Globocznik nur durch allgemeine Grundsatzbefehle unterstellt. Es lässt sich feststellen, dass beim Aufbau der einfachen und flexiblen Strukturen kein a priori entworfener, arbeitsteiliger Personalplan vorhanden war. Positionen und Funktionen wurden im Gegenteil von den Netzwerkakteuren vor Ort ad hoc bestimmt. Charakteristisch für das Netzwerk waren vor allem in Belzec und Sobibor informelle Strukturen und sehr flache Hierarchien mit wenigen untergeordneten Positionen und Funktionen, die, wie bereits ausgeführt, dazu führten, dass ich die Lagerorganisation als Netzwerk beschrieben habe. Treblinka bildete bei der Personalführung in der Aufbauphase eine Ausnahme. Dies ist insbesondere auf die Besetzung des Lagerleiterpostens mit dem autoritären Arzt Eberl zurückzuführen. Diese flachen Hierarchien lassen sich, wie in der folgenden Grafik am Beispiel von Sobibor im Juni 1942 aufgezeigt, in der Personalstruktur am besten anhand von Machtkreisen darstellen. Dabei bedeutet der Innenkreis das Zentrum der Macht und der Einflussmöglichkeiten. Von Anfang an nutzten die T4-Reinhardt-Männer die Besatzungsstrukturen und die damit einhergehenden neuen Handlungsmöglichkeiten exzessiv und erschlossen sich die Erfahrungen und Kapazitäten anderer Akteure vor Ort. Der Blick auf die Außennetze in Belzec in der Aufbauphase zeigt die Involviertheit zahlreicher Akteure und die Eingebundenheit der Lager in ihr Umfeld. Wichtig war im Beispiel Belzecs insbesondere die Hilfestellung eines Teils der lokalen Bevölkerung, die sogar am Aufbau der Gaskammern beteiligt war. Bereits im Winter 1941, wenige Wochen nach der Ankunft der T4-Reinhardt-Männer in Polen, formierten sich die Innennetze der Lager mit den Arbeitsjuden und den Travniki-Männern. Die Travniki-Männer werden ihnen durch den Prozess gegen Ivan Demjanjuk ein Begriff sein. Sie waren eine Besonderheit des Distrikts Lublin. Es handelte sich dabei um ehemalige sowjetische Kriegsgefangene, die für den Dienst der Deutschen angeworben wurden. Sie wurden in den Kriegsgefangenenlagern in Polen ausgesucht, wobei insbesondere Volksdeutsche, deutschsprachige und von Ausnahmen abgesehen nicht russische Soldaten wie Ukrainer, aber auch Letten, Litauer, Esten, Weißrussen etc. als verwendungsfähig ausgewählt wurden. Sie wurden im Ausbildungslager Travniki unter Karl Streibel ausgebildet und seit der Jahreswende bei der Bewachung von Arbeitslagern und Ghettos verwendet.
Der Einsatz der Hilfsgruppe in den Arbeitslagern, bei Massenerschießungen und in den Vernichtungslagern ermöglichte es, den Aufwand an deutschem Wachpersonal bei der Ermordung der Juden möglichst gering zu halten. Bis 1944 wurden etwa 5000 Männer im Lager für den Dienst ausgebildet. In den Vernichtungslagern der Aktion Reinhard lässt sich folgende Arbeitsteilung feststellen. Die T4 Reinhard-Männer übernahmen die entscheidenden Aufsichts- und Leitungsfunktionen. Die allgemeinen Wachaufgaben wurden in jedem Lager etwa 90 bis 120 Travniki-Männern übertragen. Und zu den handwerklichen und körperlich anstrengenden Arbeiten, insbesondere bis zur Beseitigung der Leichen, wurden die jüdischen Häftlinge gezwungen. Diese wurden unter den Deportierten selektiert. Die Arbeitskommandos agierten in der Aufbauphase allerdings nur kurzfristig. Die meisten Arbeiter wurden nach einer gewissen Zeit, häufig noch am selben Tag, ermordet und gegen neue Kräfte ausgetauscht. Die Einrichtung dauerhafter Arbeitskommandos fand in Sobibor bereits im Juni 1942, in Belzec und Treblinka aber erst in der Konsolidierungsphase statt. Ihre größte Ausdifferenzierung sollten die Kommandos in der dritten Phase 1943 erreichen. Es muss hier ausdrücklich betont werden, dass die Feststellung der funktionalen Bedeutung, die die Arbeitskommandos für die Betreibung der Vernichtungslager hatten, keinesfalls eine Zuschreibung von Mitverantwortung oder gar Mitschuld der zu den Arbeiten unter ständiger Todesandrohung missbrauchten Häftlinge bedeutet. Anders sieht es dagegen bei den Travniki-Männern aus, denen durchaus eine Mitverantwortung zuzuschreiben ist. Wie die Personalstruktur entstanden auch die Lager vor Ort, wie es sich am Beispiel des Versuchslagers Belzec gut zeigen lässt. Hier versuchte die noch sehr kleine Mannschaft durch Experimentieren und Improvisieren herauszufinden, welches die richtige Mordtechnik und das richtige Giftgas war. Sie bauten dafür auch selber Gaswagen und experimentierten mit Öfen, bis sie zuletzt einen schweren Panzer oder LKW-Motoren so montierten, dass die Abgase des Motoren durch ein Röhrensystem in die zunächst drei in einem hölzernen Gebäude untergebrachten Gaskammern geleitet wurden. Festzuhalten ist, dass zu Beginn der Deportationen im März 1942 wesentliche Elemente der sogenannten Transportabfertigung, die in den drei Lagern praktiziert wurde, schon vorhanden waren. Dazu gehörte die Rampe, Strukturen zum Auskleiden, die Gaskammern und Massengräber, in denen die Leichen vergraben wurden. Im Unterschied zur Euthanasie hatten sich die Männer zunächst dazu entschieden, auf die zeitraubende Verbrennung der Leichen zu verzichten und diese, wie es auch bei den Einsatzgruppen und zu diesem Zeitpunkt auch in Auschwitz-Birkenau der Fall war, zu vergraben. Das von den Männern vor Ort entwickelte System erwies sich von Anfang an als funktional, wie die 13 T4 Reinhard-Männer von Belzec in der ersten vierwöchigen Transportphase unter Beweis stellen konnten. Sie töteten in dieser Zeit über 75.000 Menschen, das heißt etwa 2.500 Personen pro Tag. Dennoch zeigten sich zahlreiche Probleme, die zum Teil schon in Sobibor, zum Teil erst in der Konsolidierungsphase bewältigt wurden. So waren die Gaskammern noch zu klein für die große Anzahl der Transporte, sodass viele Menschen erschossen wurden. Die Entfernung von den Umkleidebaracken zu den Gaskammern war für die Masse an Deportierten zu kurz geraten, sodass später der sogenannte Schlauch eingerichtet wurde. Und es waren noch keine Räumlichkeiten geplant worden, um die Besitztümer der Opfer zu lagern und zu sortieren. Die Probleme zeigen erneut, dass es erstens anfangs kein umfassendes Mordprojekt gab. Zweitens wird bei der raschen Beseitigung der Missstände die Flexibilität und die Autonomie deutlich, mit der das T4 Reinhard-Netzwerk operierte. Am Deportationsnetz dieser Phase, das in der Grafik dargestellt ist, lässt sich die Entwicklung der Aktion Globus, wie der Mord an den Juden in Anlehnung an den von Himmler für Globotschnik genutzten Spitznamen zunächst genannt wurde, zur Aktion Reinhard gut aufzeigen. Das Außennetz war durch eine zunehmende Ausdehnung gekennzeichnet. Bereits während der Testphase im März und April 1942 reicht es durch die Einbeziehung des Distrikts Galizien über die engen Distriktgrenzen hinaus. Zwischen Mai und Juni wurde das Deportationsnetz dann in ein reguläres Modell mit geklärten Zuständigkeiten der SS und Polizei überführt. Seit Anfang Juni, das heißt zeitgleich zum Tod vom Chef des Reichssicherheitshauptamtes Reinhard Heydrich, trugen involvierte Einrichtungen in Lublin, das heißt Hermann Höfles Deportationsreferat und die SS-Standortverwaltung, die mit der Verwertung des jüdischen Besitzes beauftragt wurde, die Bezeichnung Reinhard.
Zur gleichen Zeit wurden auch Juden aus dem Distrikt Krakau nach Belzec und deutsche, österreichische, tschechische und slowakische Juden, die bis dahin zur Arbeit nach Majdanek oder in Ortschaften des Distrikts Lublin deportiert worden waren, direkt nach Sobibor deportiert. Bereits in dieser Aufbauphase war das Tötungssystem so effektiv, dass innerhalb von 3 Monaten mehr als 164.000 Juden ermordet wurden. Doppelt so viele wie während der gesamten Euthanasieaktion in 6 Anstalten. Die Männer hatten nachweisen können, dass sie für den Tötungsauftrag gewappnet waren, weswegen die beiden Dienstherren des T4-Reinhardt-Netzwerks, Globocznik und Brack, bei Himmler eine Ausweitung des Tötungsbefehls nachsuchten. Am 19. Juli 1942 besuchte Heinrich Himmler nach seinem Besuch in Auschwitz auch Sobibor und möglicherweise Belzec und überzeugte sich von der Funktionsfähigkeit der Lager. Noch am gleichen Abend ordnete er aus Lublin an, alle Juden im Generalgouvernement, mit Ausnahme weniger Zwangsarbeiter, bis zum Jahresende zu töten und setzte damit auch formal die Aktion Reinhardt in Gang. Mit Himmlers Befehl begann eine neue Phase für die 3 Vernichtungslager, die bis Dezember 1942 andauerte. Es war eine Phase der Konsolidierung und Optimierung der Tötungsstrukturen. Das Vernichtungssystem arbeitete mit voller Effektivität, auch wenn das Lager Sobibor zeitweilig aufgrund von Problemen im Schienenverkehr keine Transporte aufnahm. Diese Effektivität lässt sich auf zweierlei zurückführen. Erstens auf die personellen Umstrukturierungen und zweitens auf die Umbauarbeiten innerhalb der Lager. Das Personal der Lager wurde in dieser Phase verdoppelt. Bis Dezember des Jahres wurden weitere 55 Männer des T4-Personals in das Generalgouvernement geschickt. Dazu kam ein neuer Aufseher von der SS-Standortverwaltung. Das Personal umfasste somit zeitweise bis zu 94 Männer. 17 Männer verließen das Netzwerk bis zum Ende des Jahres wieder. Es ist darauf hinzuweisen, dass die Anzahl der in den jeweiligen Lagern eingesetzten Männer nicht immer mit der Zahl der ermordeten Opfer übereinstimmt. Es lässt sich dabei insbesondere eine deutliche Diskrepanz zwischen dem im Juli 1942 völlig unterbesetzten Treblinka und Sobibor mit seinem relativ großen Personalstamm feststellen. Zu einer stärkeren zentralen Steuerung der Lager kam es erst im Sommer 1942 mit der Einrichtung von Wirtsinspektion Einsatz Reinhardt in Lublin. Diese diente der besseren Vernetzung der Lager untereinander und mit Einrichtungen wie Höfles Deportationsabteilung. Im Folgenden möchte ich gerne auf das Lager Treblinka eingehen, weil sich hier zeigen lässt, wie schnell die unterschiedlichen Planungs- und Praxisebenen bei den beteiligten Akteuren des Völkermords auseinanderklafften und aneinander angeglichen wurden. In das Lager wurden vom 22. Juli bis Ende August 1942 in weniger als 6 Wochen fast 300.000 Juden deportiert, die meisten von ihnen aus dem Warschauer Ghetto. Mitte August kamen sogar in einer einzigen Woche allein 70.000 Menschen im Lager an. Das sind so viele wie in Belzec in der Aufbauphase innerhalb von 4 Wochen. Darunter waren auch die zuvor zitierten Wiener Juden, die über Kielce nach Treblinka deportiert wurden. Doch das Lager war zu diesem Zeitpunkt nur mit vergleichsweise geringen Kapazitäten ausgestattet und somit noch nicht für den allumfassenden Befehl Himmlers vom 19. Juli 1942 gerüstet. Es besaß 3 Gaskammern, wie Belzec und Sobibor in der Aufbauphase, und eine sehr kleine Mannschaft von 16 Personen, von denen nach kurzer Zeit die Hälfte mit Fleckfieber ausfiel. Trotz der nur behelfsmäßig arbeitsfähigen Vernichtungsstrukturen wurden alle Deportierten, wie es der Kommandant Irmfried Eberl ausdrückte, mit atemberaubendem Tempo und unter Ausübung rücksichtsloser Gewalt getötet. Dabei griffen die Männer nicht nur wie geplant auf die Motorenabgase zurück, sondern nutzten alle zur Verfügung stehenden Mittel, darunter Erschießungen und sogar Vergiftungen mit Chlor. Spätestens seit dem 20. August waren Eberl und seine Männer nicht mehr Herr der Situation, auch wenn das Personal Mitte August mit 15 neuen Männern verstärkt wurde. Darunter Franz Suchomehl, der diese Szene gegenüber Claude Lanzmann im Dokumentarfilm Shoah beschrieben hat, die Ihnen sicherlich präsent ist. Es herrschte Chaos statt Organisation. Im und außerhalb des Lagers lagen Leichen, Unrat und Gepäck. Diese Überlastung des Systems ist zum einen auf die Divergenz zwischen den noch nicht erprobten Tötungsstrukturen, den zu geringen Tötungskapazitäten, dem zu gering kalkulierten vor Ort eingesetzten Personal und der hohen Opferzahl zurückzuführen. Sie hat aber auch mit Kommunikationsdefiziten und Koordinationsproblemen zu tun. Der promovierte Arzt Eberl war lange Zeit zu stolz und zu ehrgeizig, um Höfle um einen Stopp der Transporte zu bitten.
Beim Besuch des Lagers durch Globotschnik und Wirth wurde entschieden, Treblinka neu zu strukturieren und wie zuvor in Belzec neue, umfangreichere Gaskammern zu bauen. Vom 28. August wurden die Transporte zusätzlich für eine Woche eingestellt, um das Lager notdürftig aufzuräumen. Während der Transportpause und auch nach der Wiederaufnahme der Transporte kam es zu weitgehenden personellen Veränderungen. Erstens wurde das Lagerpersonal im September signifikant ein weiteres Mal vergrößert, sodass in den folgenden Monaten über 40 Männer in Treblinka eingesetzt waren. Die Grafik zeigt das nunmehr ausdifferenzierte Personal des Lagers Ende Oktober 1942. Zweitens glich es sich in seiner Arbeitsorganisation der informellen Netzwerkstruktur von Sobibor und Belzec an, weil sich der eher autoritäre Führungsstil von Eberl als zu wenig flexibel herausgestellt hatte. Drittens kam es zu einem Wechsel in Führungsgruppen, die das gesamte Netzwerk betraf. Der bisherige Kommandant von Sobibor, Franz Stangl, löste Mitte September Eberl als Kommandant ab. Neuer Kommandant in Sobibor wurde Franz Reichleitner, der wie Stangl aus Österreich stammte. Wirth hatte bereits vorher Belzec verlassen und als Koordinationsinstanz eine Inspektion in Lublin eingerichtet. Wirths Nachfolger in Belzec wurde Gottlieb Hering. Alle Lagerleiter waren nunmehr Polizisten. Der aktive SS-Mann Kurt Franz kam aus Belzec als Vizekommandant nach Treblinka. Auch in Belzec, Sobibor und in der Lubliner Inspektion standen den Polizisten aktive SS-Männer als Vertreter zur Seite, wie bereits zuvor beschrieben Josef Oberhauser, Johann Niemann und Gottfried Schwarz. Viertens wurde nun gezielt Expertenpersonal wie der Erbauer der Gaskammern von Belzec, Lorenz Hackenhold, nach Treblinka versetzt. Fünftens wurden in Treblinka zwischen Ende September und Anfang Oktober dauerhafte Arbeitskommandos eingerichtet. Die Arbeiter wurden nun nicht mehr am Ende des Tages getötet, wie es auch im September noch geschah. Unter den Überlebenden finden sich daher zahlreiche Juden aus Częstochowa. Zu dieser Zeit kam auch der tschechische Treblinka-Überlebende Richard Glaser, dessen beeindruckenden Bericht »Die Falle mit dem grünen Zaun« einige von Ihnen sicherlich gelesen haben, ins Lager. Die baulichen Umstrukturierungen dauerten bis Oktober 1942 an. Sie fanden somit, wie die folgende Statistik der Todesopfer von Treblinka zeigt, zu einer Zeit statt, als erneut Transporte ins Lager geleitet wurden. Das neue Gebäude mit den 10 Gaskammern war allerdings erst Anfang Oktober 1942 fertiggestellt. Das heißt, dass mehr als die Hälfte der Opfer von Treblinka noch in den 3 ursprünglichen Gaskammern getötet wurden. Ich möchte Ihnen am Beispiel von Treblinka nach der Umstrukturierung zeigen, wie die sogenannte Transportabfertigung in den 3 Lagern vonstatten ging. Es ist leider sehr schwierig, die Architektur der Lager zu rekonstruieren, weil keine Baupläne überliefert sind und das Lager am Ende vollständig abgerissen wurde. Wir sind daher auf zum Teil sehr viele Jahre nach dem Krieg angefertigte Zeichnungen der Überlebenden und auch der Täter angewiesen. Die folgende Grafik basiert auf einer Zeichnung des Treblinka-Überlebenden Samuel Willenberg, der in der zweiten Oktoberhälfte 1942 ins Lager kam. In Treblinka ging die Transportabfertigung oberflächlich betrachtet seit Oktober 1942 folgendermaßen vonstatten. Der ankommende Zug wurde im Bahnhof Treblinka, der mehrere Kilometer vom Lager entfernt war, manchmal sogar in Malkinia, in 3 Teile von je 20 Waggons aufgeteilt. An der Rampe verließen die Menschen die Waggons und ließen hier ihr Gepäck zurück. Gehunfähige, alte, kranke und alleinstehende Kinder wurden von den anderen Deportierten getrennt. Sie wurden im Lazarett. Im unteren Lager erschossen. Die Exekutionsstätte im unteren Lager ist eine Besonderheit von Treblinka. In Belzec und Sobibor wurden diese Menschen in den jeweiligen Todesbereichen erschossen. In Sobibor diente zum Transport derselben sogar eine Lorenbahn. Am Umschlagplatz im unteren Lager wurden Männer und Frauen voneinander getrennt. Die Frauen entkleideten sich mit den Kindern in der Baracke, die Männer im Freien. Sie mussten ihre Wertgegenstände abgeben, dann wurde den Frauen das Haar geschnitten. Zuletzt betraten sie den Schlauch, der zu den Gaskammern führte. In Belzec gab es dagegen 2 Baracken für Frauen und Männer, in Sobibor zogen sich Männer und Frauen im Freien aus. Im sogenannten oberen Lager betraten die Opfer die Gaskammern, wo sie getötet wurden.
Dabei wurden, anders als dies häufig vermittelt wird, nicht alle 10 Gaskammern gleichzeitig genutzt, sondern nur jeweils eine Seite der gegenüberliegenden Zellen. Für die etwa 2000 Menschen, die pro Zugteil ins Lager kamen, genügte eine Hälfte aus. Leichenkommandos brachten im Anschluss die Leichen aus den Gaskammern zu den Massengräbern. Sogenannte Dentisten zogen die Zähne und untersuchten Körperhöhlen nach versteckten Wertgegenständen. Verbrannt wurden die Leichen zu dieser Zeit noch nicht. Im Anschluss wurden die Wertgegenstände in verschiedenen Sortierbereichen und Magazinen sortiert und für die Verschickung vorbereitet. Auch wenn es etwa im Unterschied zu Auschwitz-Birkenau ein reines Vernichtungslager war, so umfasste Treblinka dennoch unterschiedliche Bereiche auf sehr kleinem Raum. Es war nur etwa 600 mal 400 Meter groß. So waren innerhalb des Lagers neben den Vernichtungs- und Verwertungsstrukturen auch die Unterkünfte der Gefangenen, der Travniki-Männer und der T4-Reinhardt-Männer sowie weitere Einrichtungen wie etwa die Küchen, Friseure, Arztstuben und Werkstätten. In der gesamten 6-monatigen Phase wurden die 3 Lager kontinuierlich über das Schienennetz mit neuen Opfern versorgt. Transporte kamen aus allen 5 Distrikten des Generalgouvernements, aber auch aus Theresienstadt, Deutschland und den Ghettos des Regierungsbezirks Bialystok. Das Verhaftungs- und Deportationsnetz wurde immer engmaschiger für die jüdische Bevölkerung. Es erreichte zwar noch nicht seine weiteste Ausdehnung, dafür aber die größte Dichte durch die Höhe der Opferzahlen der betroffenen Gebiete und der eingebundenen Akteure. Mehr als 1.200.000 Menschen, hauptsächlich aus dem Generalgouvernement, wurden in nur 6 Monaten ermordet. Als neues bedeutsames Außennetz der 3 Lager etablierte sich neben dem Deportationsnetz das Raubnetz. Während in der Aufbauphase eine eher unsystematische, vereinzelte Verwertung des geraubten jüdischen Eigentums erfolgt war, wurde in dieser Phase ein systematisches Verwertungssystem aufgebaut. Als sogenannte Endstellen der Aktion Reinhardt fungierten bei der SS-Standortverwaltung und im Arbeitslager Alter Flughafen in Lublin Einrichtungen, die Wertgegenstände und Kleidung aus den Vernichtungslagern annahmen, sortierten und von hier nach Deutschland verschickten. Anfang 1943 hätten die Vernichtungslager ihre Tätigkeit einstellen können. Schließlich war Himmlers Befehl, vom Juli 1942 die jüdische Bevölkerung des Generalgouvernements zu ermorden, weitgehend umgesetzt worden. Als Aufgabe stand in allen 3 Lagern lediglich die Verbrennung der Leichen im Rahmen der als Aktion 1005 bezeichneten, groß angelegten Spurenbeseitigung aus. Die Leichenverbrennung begann in Sobibor und Belzec im Herbst und Winter 1942, in Treblinka erst im Frühjahr 1943. Hierfür wurden die Massengräber geöffnet und die Leichen ausgegraben und auf provisorischen Öfen, die aus Schienen hergestellt waren, im Freien verbrannt. Doch bei einem Besuch Himmlers in Sobibor und Treblinka im Frühjahr 1943 gelang es den T4-Reinhardt-Männern, den Fortbestand der Lager zu sichern. Das Jahr 1943 lässt sich daher als eine Phase der erneuten Restrukturierung und der Übernahme neuer Funktionen charakterisieren. In Treblinka und Sobibor wurden die Bau- und Organisationsstrukturen ein drittes Mal perfektioniert und die Lager verschönert. Treblinka erhielt beispielsweise einen Zoo und die Sortierbaracken in der Nähe der Rampe wurden zu einem fiktiven Bahnhof umgestaltet. In Sobibor wurden zusätzlich Bauarbeiten für die Einrichtung eines Munitionssammellagers begonnen. Das Deportationsnetz wurde nach den Modernisierungsarbeiten in den beiden Lagern Sobibor und Treblinka auf west-, süd- und osteuropäische Länder ausgedehnt. Es wurden Züge aus den Niederlanden und Frankreich, Weißrussland und Litauen nach Sobibor sowie aus Griechenland und Jugoslawien nach Treblinka geschickt. Auch aus dem Generalgouvernement und dem Regierungsbezirk Bialystok wurden weiterhin Juden nach Sobibor und Treblinka deportiert. Mehr als 140.000 Juden wurden in diesen Monaten noch ermordet. Eine weitere wichtige Funktionserweiterung des T4-Reinhardt-Netzwerks stellt die Übernahme von Leitungsaufgaben in den SS-Arbeitslagern Alter Flughafen in Lublin, in Poniatowa, Dorohutscha bei Travniki und Budzin statt. Hier wurde insbesondere Personal aus dem nunmehr aufgelösten Vernichtungslager Belzec eingesetzt, insgesamt 23 T4-Reinhardt-Männer, ein Fünftel des gesamten Netzwerks. Wirth übernahm als Inspekteur der Vernichtungslager nun auch die Oberaufsicht der im Distrikt Lublin befindlichen Arbeitslager. In den Arbeitslagern wurde insbesondere für die Ostindustrie GmbH, aber auch für die deutschen Ausrüstungswerke produziert, unter anderem Torf gestochen oder Kleidung hergestellt. Im alten Flughafen wurde weiterhin der in Sobibor und Treblinka bereits vorsortierte jüdische Besitz sortiert und verschickt.
Arbeitskräfte für diese und andere Arbeitslager wurden in Sobibor und Treblinka aus den ankommenden Transporten ausgewählt. Es kam also ähnlich wie in Auschwitz, nur in sehr kleinerem Umfang, zur Selektion nicht nur für die zahlenmäßig geringen Arbeitskommandos innerhalb der Lager. Die SS-Arbeitslager nahmen damit den Charakter von Nebenlagern an. Anfang November 1943 kam es in den Arbeitslagern zu Massenerschießungen im Rahmen der sogenannten Aktion Erntefest. Es handelt sich dabei um die Ermordung der Juden in den meisten der noch bestehenden Arbeitslagern des Distrikts Lublin, insbesondere in Lublin-Majdanek, in Travniki und Poniatowa. Von den Lagern unter T4-Reinhardt-Aufsicht überlebten lediglich die Juden in Budjin. Die Aktion besiegelte das Ende der Lager und entzog dem Netzwerk wesentliche Funktionen. Bereits zuvor hatten die Aufstände in Treblinka und Sobibor im August und im Oktober 1943 erheblich dazu beigetragen, die Schließung der Vernichtungslager selbst in die Wege zu leiten. Der Aufstand in Sobibor verursachte zudem den Tod von 10 T4-Reinhardt-Männern. Dass es zu diesen Aufständen kam, ist auch auf die offenen Netzwerkstrukturen und flachen Hierarchien zurückzuführen, die sich in diesem Fall als nachteilig für die T4-Reinhardt-Männer erwiesen. Sie resultierten hauptsächlich aus den, wenn auch geringen, Handlungsmöglichkeiten der Gefangenen, die es diesen ermöglichten, sich Waffen zu besorgen. In Sobibor stützten sich die Häftlinge bei der Planung und Durchführung der Revolte auch auf die Habgier der T4-Reinhardt-Männer. Die größte Schwachstelle lag in der Auffassung der Männer, ein perfektes System geschaffen zu haben. Sie rechneten mit großer Überheblichkeit nicht mit der Zuwehrsetzung der Häftlinge, insbesondere nachdem im Frühjahr 1943 in beiden Lagern die Sicherheitsmaßnahmen verbessert worden waren. Nach der Schließung der Lager veranlasste Globotschnik, der in der Zwischenzeit höherer SS- und Polizeiführer von Triest geworden war, die Versetzung der ihm gegenüber loyalen T4-Reinhardt-Männer in das adriatische Küstenland. Hier bekämpften sie als Abteilung R Partisanen, verhafteten Juden, konfiszierten deren Besitz und leiteten das Polizei- und Durchgangslager Risiera di San Sabba. In dem Lager in Triest wurden zahlreiche Menschen ermordet, andere wurden von hier aus in die deutschen Konzentrations- und Vernichtungslager deportiert. Auch in Norditalien weiteten die Männer in bekannter Manier ihre Handlungsfelder aus, worauf ich hier im Einzelnen aber aus zeitlichen Gründen nicht mehr eingehen kann. Damit komme ich zu den Tätermerkmalen, die ich mit Hilfe der kollektiven Biografie systematisch herausgearbeitet habe. Bei den Sozial- und Milieustrukturen kann eine gewisse Homogenität festgestellt werden. Die meisten Männer, sieht man von einigen älteren Lagerleitern ab, waren nach der Jahrhundertwende geboren und zum Zeitpunkt der Tat 30 bis 40 Jahre alt. Der Erste Weltkrieg war somit als Kindheits- und Jugenderinnerung ihr gemeinsamer Bezugspunkt. Ihre Sozialisation erlebten die T4-Reinhardt-Männer häufig in der instabilen Weimarer Republik, die von politischen Krisen und Wirtschaftskrisen geprägt war. Der größte Teil der Männer gehörte somit der Kriegsjugendgeneration, seien die Geburtsjahrgänge von 1900 bis 1910 an. Der Begriff geht auf eine Definition von Günter Gründel aus dem Jahr 1932 zurück. Die nach 1910 Geborenen lassen sich in Anlehnung daran als Kriegskindheitsgeneration bezeichnen. In der Täterforschung wurde die Verstrickung dieser Generation in den NS-Verbrechen seit den Studien von Michael Will zum Reichssicherheitshauptamt und Ulrich Herbert zu Werner Best häufig betont. In der folgenden Karte habe ich die Geburtsorte der Täter verzeichnet. Sie kamen insbesondere aus dem Raum Berlin, in der Reichweite der Euthanasieeinrichtung Brandenburg, aus Sachsen, in Reichweite von Pirna-Sonnenstein sowie aus dem weiteren Umkreis von Hartheim bei Linz. Die Sachsen, wie sie in den Lagern genannt wurden, waren eine besonders große Gruppe. Die näheren Umgebungen von Bernburg, Grafeneck und Hadamar stellten dagegen keine Ballungsräume dar, weil Bernburg und Hadamar als Nachfolgeorganisation weitgehend das Personal aus Brandenburg und Grafeneck übernahmen und für Grafeneck als erste Euthanasieeinrichtung die Auswahl der Täter zentral aus Berlin gesteuert wurde. Soweit erkennbar waren 11 Männer als deutsche Minderheit im Sudetenland aufgewachsen, das zum Zeitpunkt ihrer Geburt noch zur K&K-Monarchie Österreich-Ungarn gehört hatte, 1918 aber dem neu geschaffenen Staat Tschechoslowakei zugesprochen worden war. Aus Österreich stammten mindestens 11 Männer. Die Zahlen sind vergleichsweise geringer, als durch die Präsenz einer T4-Anstalt in Österreich vermutet werden könnte. Sie entsprachen aber prozentual dem Anteil der Österreicher an der Gesamtbevölkerung des Reichs. Unter ihnen waren die Kommandanten Stangl, Reichleitner und Eberl.
Eine gewisse Homogenität ist auch bezüglich der Mitgliedschaft in nationalsozialistischen Organisationen zu beobachten. Über die Hälfte der Männer gehörte der SS oder der SA an, die anderen in der Regel zumindest der NSDAP und anderen Parteiorganisationen. Viele von ihnen waren alte Kämpfer. Das heißt, sie hatten die letzten Jahre der Weimarer Republik als SS-Angehörige tatkräftig mitgestaltet oder sie waren junge Nazis. Sie waren also im Vergleich zur restlichen Bevölkerung überdurchschnittlich indoktriniert. Allerdings gehörte, anders als man dies bei den Lagern annehmen würde, nur etwa ein Drittel der SS an, von denen wiederum nur die Hälfte militärisch von der SS verpflichtet worden war, während die andere Hälfte als zivile Kräfte beschäftigt wurden. Eine besondere Rolle spielten, wie bereits beschrieben, die neuen Männer, die bereits vor dem Krieg in den Totenkopfverbänden tätig gewesen und in Sachsenhausen und Buchenwald Dienst geleistet hatten. Die Männer entstammten dem Proletariat und dem Kleinbürgertum. Viele Lebensläufe wiesen Zeiten der Arbeitslosigkeit auf. Die Männer waren vor dem Zweiten Weltkrieg, abgesehen vom Arzt Eberl, Handwerker, Pfleger, Polizisten, Arbeiter, Landwirte, Fahrer, Wachmänner und Verwaltungsangestellte gewesen. Die größte Gruppe bildeten die Handwerker und die Pfleger. Von besonderer Bedeutung waren neben den aktiven SS-Männern der Totenkopfverbände auch die 10 Polizisten. Sie waren vor dem Krieg mehrheitlich in der Kriminalpolizei tätig gewesen, waren während der Euthanasie als Büroleute oder Stellvertreter aufgetreten und nahmen in den Vernichtungslagern Leitungspositionen wie die des Kommandanten oder des Stellvertreters ein. Fast alle Männer waren verheiratet. Ein Teil von ihnen hatte seine Ehefrau während der Euthanasie unter den Pflegerinnen und den Verwaltungsangestellten kennengelernt. Viele hatten zum Zeitpunkt der Tat kleine Kinder zu Hause. Im Unterschied etwa zur SS-Siedlung in Auschwitz, wo auch Ehefrauen und Kinder wohnten, nahmen die Familien in der Aktion Reinhardt allerdings einen nur peripheren Raum ein. Nur wenige kamen besuchsweise nach Polen. Dennoch waren sie in die Verbrechen involviert, wenn die Männer beispielsweise Kleidung, Spielzeug, Geld und Schmuck aus den Vernichtungslagern mit nach Hause nahmen. Soweit erkennbar gehörten die meisten ursprünglich der protestantischen Kirche an, was auf die Herkunftsgebiete zurückzuführen ist. Interessanter für die Analyse des Täterkollektivs ist der überdurchschnittlich hohe Anteil, das heißt mindestens ein Drittel der Männer, der sich als gottgläubig bekannte und sich von der Kirche distanzierte. Die Gottgläubigkeit war als neuer Glauben seit Ende 1936 eine offizielle Konfessionsbezeichnung. Sie sollte den Austritt aus der Kirche als Institution symbolisieren, ohne sich als Atheisten, als Gottlose zu definieren. 1939 waren einer Statistik zufolge selbst in Hochburgen wie Berlin nur etwa 10% der Bevölkerung gottgläubig. Im gesamten Reich gerade einmal 3,5%. In Wien waren dies 6,4%. Und selbst von den SS-Mitgliedern, auf die größerer Druck ausgeübt wurde, aus der Kirche auszutreten, bekannte sich im Dezember 1938 nur insgesamt ein Viertel als gottgläubig. Kommen wir nun zu den Beweggründen der Täter, die schwieriger herauszuarbeiten waren. Hier kann von einer jeweils unterschiedlich gewichteten Gemengelage von Gründen ausgegangen werden. Zunächst ist zu konstatieren, dass für die T4 Reinhardt-Männer kein Befehlsnotstand vorlag. Dennoch kann bei ihnen eine Gehorsamsbereitschaft gegenüber Befehlen als psychologischer Mechanismus beobachtet werden, wie es auch Stanley Milgram in seinen Experimenten zum Gehorsam aufzeigen kann. Der Abbau moralischer Hemmungen wird dadurch verstärkt, dass der Befehl von einer als rechtmäßig wahrgenommenen Autorität stammte. Hinzu kam, dass sich der Befehl zum Massenmord in den weltanschaulichen Bezugsrahmen der T4 Reinhardt-Männer einordnete. Aus ihrer antisemitisch vorgeprägten Perspektive wurde die Ermordung der Juden als vermeintlich rechtmäßig angesehen. Der Mord war im Rahmen der nationalsozialistischen Moral kontextualisiert. Die Ermordung war in ihren Augen ein legitimer Verteidigungskampf gegen die angebliche Weltverschwörung des internationalen Judentums. Für viele Täter war die Tötungsarbeit in den Vernichtungslagern vor diesem Hintergrund eine ganz normale Tätigkeit. Sie versuchten, die Ermordung der Juden als einen rein technischen Vorgang zu rationalisieren. Durch die funktionale Arbeitsteilung konnte sich jeder Einzelne, etwa im Unterschied zu dem direkten Töten bei Massenerschießungen, nur als Glied einer Kette und damit als nicht verantwortlich bzw. als nur sehr beschränkt für den Gesamtprozess verantwortlich wahrnehmen. Als wichtige Motivationsgrundlage können zudem Anreizstrukturen und der individuelle Nutzen gesehen werden. Dazu gehörten eine gute Entlohnung, berufliche Herausforderungen und Aufstiegsmöglichkeiten,
die Bereicherung am jüdischen Eigentum sowie nicht zuletzt die Verhinderung eines risikoreichen Kriegseinsatzes an der Front. Gruppenzwang und Gruppendynamiken unter den T4-Reinhardt-Männern, die sich als gleichgesinnte Kameraden begriffen, trugen ebenfalls zur Akzeptanz des Massenmords bei und bewirkten, dass es nur wenige Abweichler gab. Die Kameradschaft wurde beständig durch Trinkgelage und andere Männlichkeitsrituale unter Beweis gestellt. Viele sahen die Tätigkeit in den Lagern als Ausdruck ihrer Männlichkeit, wie es etwa in den Fotos der T4-Reinhardt-Männer im Todesbereich in Treblinka auf dem Bagger deutlich wird. Nicht von ungefähr kommt die Beschriftung der Fotos von Treblinka im Album von Kurt Franz als »Schöne Zeiten«. Insgesamt war der situative Kontext, in dem die Männer agierten, von einem Gewaltmilieu charakterisiert. Die Anwendung von physischer Gewalt hatte dabei verschiedene Dimensionen. Zum einen war sie funktionaler Teil des Vernichtungssystems und des Herrschaftssystems über die Häftlinge. Zum anderen diente sie dem Ausleben von Aggressionslust und der zur Schaustellung von Macht, der Möglichkeit, sich als Herrscher über Leben und Tod aufspielen zu können. Innerhalb der Lager unterschieden sich die 120 Männer insbesondere nach dem Grad und der Art der angewandten Gewalt und ihrer Einsatzbereitschaft, sodass sich nach diesen beiden Kriterien unterschiedliche Tätertypen bilden können, auf die ich an dieser Stelle aber nicht weiter eingehen kann. Abschließend möchte ich noch einmal betonen, dass die Lager der Aktion Reinhardt als das effektivste Vernichtungssystem des nationalsozialistischen Massenmordes angesehen werden können. Mehr als 1,5 Millionen Juden wurden hier zwischen März und Oktober 1943 von den T4-Reinhardt-Männern ermordet. Allein in den Monaten Juli bis November 1942 übertrafen die drei Lager damit die Gesamtopferzahl des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau, des Symbols für den industriellen Massenmord schlechthin. Birkenau reichte selbst 1944 nach den langen Vorbereitungen zur Effektivierung des Tötungssystems nicht an die monatlichen Opferzahlen Treblinkas heran. Dies liegt auch an den begrenzten Verbrennungskapazitäten der Öfen und den großen Gaskammern mit beschränkten Möglichkeiten zur Leichenextraktion in Birkenau, während die Vernichtungslager nur wenig durch technische Vorgaben und Kapazitäten eingeschränkt waren. Um effektiv töten zu können, so die Schlussfolgerung, bedurfte es also nicht technischer Einrichtungen wie die Krematorien mit integrierten Gaskammern in Birkenau, sondern es reichten die einfachen Strukturen der Lager der Aktion Reinhardt aus. Damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die folgende Diskussion. So, vielen Dank für die sowohl theoretisch als auch empirisch sehr starke Vorlesung, also sehr intensive und sehr interessante Vorlesung. Und wir haben noch eine gute halbe Stunde manche Fragen und manche Daten vielleicht oder hoffentlich auch selbst den Konzept Netzwerkanalyse zu diskutieren. Ohne ein Spezialist zu sein in diesem Bereich. Peter Longerich hat doch eine sehr ähnliche Analyse dieser NS-Eliten entworfen. Und wenn ich mich richtig erinnere, und das ist ein bisschen jetzt ein Widerspruch zu Ihren Thesen, und deshalb frage ich auch nach, wobei ich jetzt nicht weiß, genau mit diesen Generationen, Kriegsgenerationen, die Generation 1900 bis 1910, Peter Longerich spricht das gemeinsames Merkmal dieser Generation von einem Karriereknick. Das heißt, es gibt am Ende der Weimarer Republik etwas, was die Karriere dieser Männer stoppt. Das ist mir jetzt hier in dem Vortrag nicht aufgefallen, dass es das in irgendeiner Weise gibt, dass das ein gemeinsames Merkmal ist und dass diese Integration in das nationalsozialistische System ihnen die Möglichkeit gibt, diesen Karrierestopp abzufedern oder zu ändern. Und das Zweite, Sie haben das in Ihrem Nebensatz erwähnt und ganz plötzlich ist es gekommen, Peter Longerich hat immer darauf hingewiesen, dass der Antisemitismus nicht verklärt ist in bei diesen Männern. Das heißt, er spielt eine Rolle, aber es ist nicht der treibende Motivationskraft ist eigentlich nicht der Antisemitismus. Jetzt haben Sie ihn eigentlich auch nicht herausgearbeitet. Sie haben einmal gesagt, es gibt ihn, aber war bei Ihnen, hatte ich auch den Eindruck, das ist jetzt keine Nachfrage, spielt er jetzt als Motivation eine zentrale Rolle oder sind andere Motivationsebenen im Spiel? Ist es an?
Also mit dem Karriereknick, das würde ich jetzt, also ich weiß nicht, ich habe jetzt keine Ahnung, wo das Longericht geschrieben hat, ist mir auch noch nicht untergekommen. Also im Prinzip ist bei vielen von den Tätern dieser Generation, wobei man das ja auch nicht jetzt alles in einen Topf schmeißen kann, auch mit dem, gerade mit dem Begriff der Generation, ist ja auch ein bisschen kompliziert, jetzt damit das Täterverhalten von allen zu erklären. Aber bei vielen von denen ist es ja eher im Gegenteil so, dass das Jahr 33 auf jeden Fall sie vorwärts bringt, weil sie eben auf den nationalsozialistischen Zug aufgesprungen sind. Der Karriereknick ist in dem Sinne da, weil große Arbeitslosigkeit in den Anfang der 30er Jahren herrscht. Der bei vielen, viele meiner Täter sind ja auch haben arbeitslose Zeiten hinter sich. Gerade bei den Pflegern, das ist häufig auch der zweite Beruf. Also die sind dann in ihren Handwerksberufen nicht weitergekommen, sind auf das auf den Pflegeberuf umgestiegen. Aber im Prinzip machen die keine besondere nationalsozialistische Karriere, bis sie 1939 in die Euthanasie eintreten. Also außer diesen neuen aktiven SS-Angehörigen, die wirklich in Buchenwald und Sachsenhausen dabei sind. Aber selbst die kommen zu spät. Also die hätten, wenn sie nicht eben in das Euthanasiesystem reingerutscht wären, hätten sie wahrscheinlich nicht eine so große Karriere machen können. Also weil die ja doch erst nach 33 dann erst in die SS eintreten, weil das sind doch die jüngsten Mitglieder des gesamten Reinhard-Netzwerks. Also die sind dann 20 Jahre alt und treten ein. Das andere, also ich denke schon, dass es ohne den Antisemitismus nur alleine mit Befehlen und nur alleine mit Gruppenzwang kann ich mir nicht vorstellen, dass Menschen töten können. Der Antisemitismus kommt auch durch, da gibt es auch zahlreiche Beispiele für, auch von den Überlebenden, denen dann Reden gehalten werden über ihre angebliche, über die Tatsache, dass sie minderwertig sind, und die Vorurteile kommen durch, und es gibt extra Schikanen am Schabbat und so weiter. Also das kommt schon mit rein. Also ich halte das nach dem Auftrag zum Massenmord, sagen wir es mal so, ich habe das ja abgeschwächt, dass es keinen Befehlsnotstand gab, aber ich halte das doch als das zweite, also als das zweitstärkste Motiv in der ganzen Reihe. Aber natürlich nur, das sind keine virulenten Antisemiten, die vorher Juden ermordet haben. Also das muss schon in den Rest eingebunden werden. Und deswegen denke ich, ist bei allen dieser Täter, muss man wirklich von dieser Gemengelage ausgehen. Natürlich haben sie den Auftrag bekommen, und der kommt ja von einer rechtmäßigen Autorität, und die anderen machen ja auch mit. Dann reiht sich das Ganze ein, dann will man nicht an die Front. Und bei jedem einzelnen von diesen 120 Tätern ist diese Gemengelage anders zusammengesetzt. Ich wollte dazu nur was fragen, also in Verbindung, was spielt eben gerade diese Ideologiefrage für Rolle in so einer Netzwerktheorie? Ich kenne mich da soziologisch nicht so aus, und vielleicht Sie allgemein erklären könnten, wieso Sie diese Theorie da versucht haben anzuwenden und in welchem Kontext Sie da auch jetzt diese Ideologiefrage, also ich nehme den Antisemitismus her als Erklärung dafür, warum das nicht hierarchisch funktionieren kann, oder als ideologische Gemeinsamkeit, ob das irgendwie auch für Sie Sinn machen könnte oder so. Also das Netzwerk sehe ich jetzt erstmal nicht verbunden mit Antisemitismus oder nicht. Es ist einfach nur auffällig gewesen bei dieser besonderen Gruppe. Ich denke, das ist auch nicht übertragbar auf andere Tätergruppierungen in Deutschland, auch wenn ich denke, dass man diese Handlungsspielräume doch auch viel stärker noch bei anderen Tätergruppen berücksichtigen muss und nicht eben nur auf diese hierarchischen auf hierarchische Modelle das Ganze zurückführen muss, weil die Täterforschung geht ja auch in diese Richtung. Das Netzwerk ist eben auch in der modernen Organisationsforschung die Organisationsform, die Unternehmen häufig anstreben, weil dadurch die Initiative mehr gefördert wird, dadurch Neues entsteht.
auch eher Neues entstehen kann als in bereits vorgefertigten Strukturen, wo die Hierarchien klar vorgegeben gibt, wo ein Chef da ist und der gibt die Befehle weiter und dann also gerade diese Initiative von unten ist in diesen Netzwerkorganisationsformen ganz wichtig. Und ich glaube, dass ohne diese bestimmte Organisationsform, und Globocnik sagt das auch, dass er nicht auf seine Verwaltung zurückgreifen will, weil die schon zu festgefahren ist, obwohl er ja da auch ein frisches Team aufgebaut hat in seinem als SS- und Polizeiführer, dass es ohne diese Organisationsform vielleicht einen anderen Weg genommen hätte. Dass eben nicht immer wieder besonderer Eifer gezeigt worden ist und zu sagen, wenn wir können noch mehr, gibt uns noch mehr. Und das ist ja genau das, was vorkommt. Also die preschen immer wieder vor und zeigen auf, wie toll sie töten können. Und der Antisemitismus, da gibt es auch, da können noch andere Motivationen mit reinspielen. Das hat jetzt erstmal nichts mit der bestimmten Organisationsform zu tun. Also man kann ja auch Antisemit sein und in hierarchischen Systemen arbeiten. Aber es ist schon ziemlich augenfällig bei dieser Gruppe, diese extremen Handlungsspielräume, dieses Aushandeln vor Ort, dass man eben guckt, wir sind jetzt hier irgendwie zu 10, wer macht was und wer mehr Eigeninitiative und mehr Gewalt zeigt, das sind die beiden Kriterien, die maßgeblich dafür sind, welche Stellung man einnimmt in der Gruppe. Das wird vor Ort ausgehandelt. In Aushandlungsprozessen, das ist nicht vorgegeben. Es gibt nicht irgendwie ein Organisationsschema, wo klar ist, du bist der Chef und das ist der Unterchef und das ist dann die Hierarchieebene. Das wechselt auch dann immer. Wenn jetzt jemand nicht fragen möchte, ich möchte weiter über das Netzwerk und die Theorie des Netzwerks diskutieren, weil es scheint mir so, dass es eher metaphorisch verwendet wurde und nicht organisationssoziologisch. Weil wenn man, ich bin eine Soziologin, also wenn wir über Netzwerke denken, das heißt Informalität und Distanz. Und wenn ich zum Beispiel eine dieser Illustrationen sehe, dann ist es mich noch immer nicht klar, ob die Distanzen zwischen den unterschiedlichen Akteuren etwas zeigen, oder es ist nur eine Illustration, wie es organisiert wurde damals, also wie ein Netzwerk wirkt. Und wenn es nicht klar ist, dann ist die Frage, mindestens für mich, ist es doch ein Befehl immer hinter solchen Illustrationen. Also wenn ich mich gut erinnere, es stand dort auch die Funktion, wer was machen musste. Und dann ist es doch eher metaphorisch ein Netzwerk und nicht soziologisch, weil soziologisch ist es egal, was ist die Funktion. Die Frage ist, wie es wirkt, also wie es sich performiert. Nicht laut einer ganz strengen Struktur, sondern eben die Informalität. Und ich habe nur nicht das ganze Buch gelesen, aber was du über die Korruption schreibst, das finde ich ein sehr gutes Beispiel, wie es als Netzwerk in der Informalität sehr proaktiv also wirkte damals. Also ich denke, ein mehr komplexes Modell, man könnte vielleicht besser das Netzwerk auch soziologisch verwenden. Das ist nicht ein Zwang, also natürlich kann man es auch als Metapher verwenden, aber soziologisch ist das immer eine Frage, okay, dann was ist die Distanz zwischen den unterschiedlichen Akteuren und da muss man leider Faktoren rechnen und Clusters machen etc., also solchen Sachen. Ich habe das auch sofort vorausgestellt, ich mache jetzt nicht eine komplette soziologische Analyse, dafür bin ich auch Historikerin und habe diese Idee von Renate Mainz eben dieses Netzwerks mit den flachen Hierarchien, mit dem Aushandeln, mit dem Organisieren statt Organisation sozusagen aufgegriffen, ohne dass ich da jetzt aber sozusagen einen ideologischen Hinterbau habe, die jemand aus der Soziologie eigentlich
brauchen müsste. Also ich habe das auch verfolgt mit der Netzwerkforschung. Die basteln wirklich dann da mit irgendwelchen Computerprogrammen, wo man nicht mehr dahinter kommt. Das hat schon auch was mit Nähe und Distanz zu tun, mit Nähe im Sinne von in der Nähe des Kommandanten und mit dem an einem Tisch sitzen und mit dem Entscheidungen treffen oder irgendwie nur mitlaufen und irgendwelche eher untergeordneten Aufgaben dann wahrnehmen. Und das wird auch häufig jeden Tag ausgehandelt. Ich habe eben nur versucht, was sie am meisten gemacht haben, weil es geht ja natürlich auch, ein Netzwerk ist ja jetzt nicht eine totale Anarchie und Chaos, sondern es bilden sich schon Funktionen heraus und das muss auch sein, weil sonst kann man nicht jeden Tag, man kann nicht jeden Tag neu entscheiden, wer macht was, um heute den Transport abzufertigen. Das funktioniert nicht. Also da muss schon irgendwie eine gewisse Planungshoheit sein. Aber die Sachen, die Funktionen, das wird trotzdem jeden Tag mehr oder weniger ausgehandelt oder auch abends so Befehlsgebungen an sich, also der allgemeine Befehl ist ja da, also ihr geht da hin und baut Vernichtungslager, also dieser Grundrahmenbefehl, der ist von Anfang an gegeben, aber alles andere wird vor Ort ausgehandelt und das wird dann häufig auch informell beim Abendessen wird mitgeteilt, ach du machst jetzt mal das und du machst jenes und so weiter, also das ist schon sehr sehr spontan, sehr flexibel und deswegen können die auch viel schneller auf Probleme reagieren, als es jetzt in Auschwitz der Fall ist. In Auschwitz, die Rampe, die wird 1944 gebaut. Das Problem ist ja schon seit 1942 da, dass die erstmal 1,5 Kilometer laufen müssen bis zu den, oder noch weiter bis zu den Bunkern am Anfang. Oder bis die Krematorien fertiggestellt werden oder Sortierbaracken und so weiter. Das ist alles in so bürokratische Prozesse eingebunden. Da muss jemand von außen kommen, der muss das machen. Und diese Männer, die sehen vor Ort, ach, das klappt so nicht, das müssen wir anders machen. Und dann wird innerhalb von 2 Wochen oder die Gaskammern in 4 Wochen ein neues Gebäude errichtet und das ist dann besser. Und das funktioniert dann auch, weil die sozusagen dieses Planen, Umsetzen, das ist alles bei ihnen selber. Und natürlich ist auch der Anreiz da, das zu verbessern. Die Rivalität zwischen den drei Lagern, die Rivalität mit Auschwitz, das befördert das Ganze natürlich, immer noch besser zu sein und noch bessere Arbeit zu leisten. Ganz kurze Frage dazu, gibt es eigentlich sowas wie einen festen Etat oder muss man da auch jedes Mal nachverhandeln, anfragen? Also ich glaube, es gibt so gut wie keinen Etat. Und es kommt ja, also die Lager aufzubauen, dafür braucht man erstmal nicht sonderlich viel, so ein paar Baracken, da hilft ja auch der jeweilige Verwaltungschef oder die SS- und Polizeiführer, die geben ja alle mögliche Hilfe, aber der Rest wird auch da ganz spontan wird überlegt, wo kann man jetzt einen Motor abholen, der wird dann in Lemberg abgeholt oder dann gehen die in Lublin bei den Ausrüstungswerken, die geben auch Sachen raus. Oder man geht, das ist ja sehr praktisch, als Besatzungsmacht einfach zur jüdischen, zum nächsten, nächstgelegenen Ghetto und sagt, ich brauche bitte bis morgen das und das Material und gebt uns das. Das funktioniert ja vorzüglich in Warschau mit der Einbindung des Judenrats, der das gesamte Material im Prinzip liefern muss für das Lager. Und danach an Geld fließen Unmengen durch die Deportation in die Lager, auch nachdem das Ganze systematisiert ist. Darüber kann man die Kosten für diese drei Lager sind minimal, die sind komplett gedeckt über das, was reinkommt. Ich meine, ist das dieses Unbürokratische, das geht so weit, dass also die Häuser, für neue Baracken werden die Häuser im nächsten Dorf abgerissen, um neue Schienen zur Verbrennung der Leichen zu haben, geht man einfach ins nächste, in einer nächtlichen Aktion ins Sägewerk um die Ecke und montiert die da mal schnell ab. Wer soll einem da was sagen? Die umgekehrte Frage, die Beute, gibt es da Abgabenquote oder ist da
wie möglich geliefert wird und schaut nicht nach, wenn es halt Es gibt, anfangs ist es ja sowieso komplett chaotisch gelaufen. Die wollten das auch erst an die T4 komplett abzweigen und dann wurde später entschieden, dass das Ganze eben unter die Aufsicht des Wirtschafts- und Verwaltungshauptamtes kommt und dass eben in so einem zentralen Lager wie eben in Lublin die Sachen sortiert werden müssen und dann abgeführt werden, alles an das Wirtschaftsverwaltungshauptamt. Die liefern die Sachen noch ab, wahrscheinlich nicht alles. Ich glaube, dass es gibt, Ende 1943 kommt Konrad Morgen, der ja diese Korruptionsermittlungen gemacht hat, auch noch nach Lublin zum alten Flughafen, untersucht es da und bei den Männern selbst kommt es jetzt nicht zur Verurteilung, wie jetzt im Fall von Auschwitz. Ich glaube, dass sie die haben machen lassen, weil das eben auch eine ganz gute Motivationsgrundlage ist. Dass man eben sagt, naja gut, wenn da ein bisschen was in den eigenen Taschen verschwindet, dafür aber die Arbeit, das heißt die Ermordung vor sich geht, dann kann man da ein Auge zudrucken. Kommentaren, Ergänzungen? Bitte schön. Auf das Schicksal der Opfer letztlich dann hinausläuft. Über die Struktur, die Befehlsstruktur in einem Lager habe ich meine Kenntnisse aus einem Buch der Frau Dr. Ella Lingens, die Lagerärztin war im Auschwitz, Gefangene der Angst. Sie beschreibt dort sehr ausführlich also die Zustände, die Behandlung, der Umgang mit den Gefangenen, wobei sie eine ausgesprochen sadistische Komponente ortet, also bei der Mannschaft. Und dann natürlich gibt es auch die Personen, die also mit Aufsichtsfunktionen betraut wurden, also die selbst Gefangene waren, also die sogenannten Kapos. Ne? Gibt es ja dann auch also Gewissensfragen bei diesen Leuten. Aber ja, die Gefangenen. Wir haben da also diese drei Lager. Mich interessiert, gab es da Nebenlager? Das waren ja ausgesprochene Vernichtungslager, ne? Gab es da Nebenlager, wo also die Leute zu arbeiten, verschiedenste Art herangezogen wurden? Also Schwerarbeit genauso wie handwerkliche Arbeiten, irgendwelche Wald- und Wiesenarbeiten, ja. Und sodass die Leute vielleicht glauben konnten, das ist jetzt ihr Schicksal und das geht jetzt so weiter. Sie sind in einem Lager, werden zu Arbeiten herangezogen, das bleibt so. Und nicht, dass sie dann plötzlich wieder verlegt werden oder eben in das Hauptlager kommen, wo sie dann letztlich ermordet werden. Gab es bei diesen Lagern also so Nebenlager, die man also als Arbeitsstätten bezeichnen kann? Es gab in dem Sinne, das hatte ich ja beschrieben, 1943 gibt ja. Es eben diese SS-Arbeitslager, Poniatowa, Dorohutscha und so weiter, da kommen Deportierte rein, die in den Lagern selektiert worden sind. Das sind sozusagen, kann man als Nebenlager sehen, aber man kommt, die Opfer kommen an der Rampe an und werden dahin geleitet. Also die kriegen auch gar nicht mit, dass sie an der Rampe eines Vernichtungslagers waren. Zur Hoffnung des Überlebens, das kann man selbst in solchen Lagern, kann man die Hoffnung darauf, dass man in solchen Lagern überleben kann, schüren. Das zeigt ja das Beispiel von Belzec. Dass eben gesagt wird, naja gut, ihr leistet jetzt diese Arbeiten und danach kommt ihr in ein Arbeitslager. Und stattdessen werden die letzten Häftlinge von Belzec nach Sobibor geschickt und dort ermordet. Und die haben natürlich einen Verdacht, dass das mal wieder eine Lüge war und schreiben auch auf Zetteln lassen sie in ihrer Kleidung und sagen, wenn das eine Lüge war und wir jetzt wieder in einem Ort gelandet sind, der ein Vernichtungslager ist, oder wenn wir getötet werden, dann rächt uns. Und die Ankunft dieses Transports in Sobibor, der ist natürlich ein Warnschuss für die Häftlinge in Sobibor, die sagen, wir kommen hier wirklich nicht mehr lebend raus. Die werden uns ermorden. Und genau auf ähnliche Weise machen das die Häftlinge auch in Treblinka, die sagen, also es wird hier keiner überleben, wir müssen das Schicksal selbst in die Hand nehmen. Und dadurch kommt es eben in Sobibor und Treblinka durch diese
durch dieses Klarwerden von Ausweglosigkeit kommt es zu diesen Revolten, zu Biber eben, zu dieser ganz besonderen Revolte, wo eben auch noch die T4-Reinhardt-Männer getötet werden. Allein durch diese Revolten konnten so viele, das ist nicht viel, ist natürlich in Anführungsstrichen, weil es sind weniger als 140 Leute, die drei Lager überlebt haben, aber sie konnten überleben, weil sie einen Aufstand gemacht haben und jetzt in einigen Fällen in Sobibor in größerer Nummer in Treblinka, weil sie versucht haben, vorher zu fliehen, als Einzelfluchten, dann eben in die Waggons eingestiegen, die das Lager wieder verließen mit Kleidung oder nachts unter dem Stacheldraht durch. Dann nur kurz, die Häftlingsorganisation in den Lagern, habe ich ja gesagt, ist anders als in den Konzentrationslagern. Ich denke, zum einen gibt es mehr Handlungsspielräume bei denen. Können zum Beispiel Frauen und Männer können sich unterhalten, die können abends tanzen und auch als Führung der Häftlingsmannschaften, um ihnen diese Freizüge zu geben, damit sie dann noch willigere Arbeitskräfte sind. Aber auf der anderen Seite, denke ich, ist es noch gewalttätiger als in Auschwitz, weil eben auch der Gewalt keine Grenzen gesetzt sind. Also da gibt es doch wesentlich mehr Fälle von wirklich komplett unnötiger Gewalt und dem Gefallen am Quälen von Häftlingen innerhalb der Lager. Die wohnen ja auch alle zusammen auf diesem kleinen Raum. Also abends dann irgendwie mal betrunken, Abendprogramm irgendwie zu füllen. Das ist dann natürlich eher als in den Auschwitz, wo schon trotzdem ja gewisse Regeln auch gegenüber den SS-Leuten auch gewisse Regeln gesetzt werden. Die Häftlinge sind hierarchisch organisiert, ähnlich wie in Auschwitz, mit eigenen Funktionen. Also es gibt einen Generalgouverneur zum Beispiel in Sobibor oder Oberkapus, Unterkapus, aber das übernehmen die, weil die SS-Leute, diese neuen Männer, ja vorher auch in Buchenwald und Sachsenhausen gearbeitet haben. Also so gewisse Elemente übernehmen die in die Lager, aber nicht so straff wie in den Konzentrationslagern und in diesem Fall eben auch in Auschwitz-Birkenau. Bestimmt einige Ausführungen, die Sie da gemacht haben, schon überhört, weil ich bin bei manchen Dingen kleben geblieben und habe das dann nicht weitergehört. War ein bisschen dicht, ja. Weitere Fragen oder Kommentare? Hallo, Eigelsberger Peter, Schloss Hartheim. Warum machen eigentlich die ehemaligen Mitarbeiter von Hartheim und im Besonderen die Österreicher so Karriere in diesen Vernichtungslagern? Gibt es da irgendwelche Hinweise? Inwiefern warum? Naja, Stangl, Wirth und Reichleitner waren alle in Hartheim beschäftigt und werden dann die Kommandanten dieser Lager. Es gab aber zu der Zeit noch drei weitere aktive T4-Orte, von denen keine Büroleiter dann Kommandanten von Vernichtungslagern wurden. Ich glaube, das ist alles Zufall, wer da versetzt wird oder nicht versetzt wird. Also da wird geguckt, wem kann man gerade irgendwie, auf wen kann man verzichten. Und dann wird es dahin geschickt. Also gerade zu diesem, welche Leute werden geschickt oder werden nicht geschickt und warum bleiben einige zu Hause? Ich denke, da könnte man noch eine ganze Menge auch an Recherchen, gerade ihr von den Euthanasie-Einrichtungen, dann machen. Gucken, wer bleibt zurück? Bleiben die zurück, weil die aus irgendwelchen Gründen nicht so sehr einstehen für denkt man von denen, dass sie da nicht irgendwie mitmachen oder... Ich kenne die Leute nicht, die nicht verschickt werden, um sagen zu können, aha, ja klar, dass der zu Hause geblieben ist. Also, da fehlt mir der von den 500 Leuten, wenn man jetzt die Frauen abzieht, hat man ja auch schon wieder weniger, da fehlen mir die Biografien von den Männern, die nicht gegangen sind, um da mehr drüber sagen zu können. Ich denke, da müsst ihr noch ein bisschen mehr
zu forschen. Jetzt nicht nur in Hartheim, sondern auch in den anderen. Eine etwas andere Frage, ein bisschen am Rande. So etwas wie diese Netzwerkmodelle, diese flachen Hierarchien, diesen Testversuch, da einfach mal Leute irgendwo hinzuschicken und zu sagen, macht mal. Gibt es gescheiterte Versuche ähnlicher Art, von denen Sie wissen? In diesem Bereich oder in einem ähnlichen Bereich derzeit? Wenn nicht, ist es nicht schlimm. Nee, weiß ich nicht. Also diese Übertragbarkeit, ich denke, da muss man noch ein bisschen nachdenken, inwiefern kann man Elemente von dieser Netzwerkorganisation auch bei anderen Operationen sehen oder nicht. Aber da kann ich jetzt nichts zu sagen, dass irgendjemand, aber ich denke, das wird es sicherlich auch in der Geschichte gegeben haben, dass mal irgendwas angefangen wurde, aber dann nicht mehr weitergeführt wurde und dann schläft es wieder ein und dann setzen sich woanders andere wieder durch. Und ich glaube, so kann sich das auch nur erklären, warum plötzlich der Distrikt Lublin, der ja nur jetzt nicht so viele Juden auch im Vergleich jetzt zum Distrikt Radom oder Warschau hatte, warum die plötzlich jetzt hier die Ermordung der gesamten Juden des Generalgouvernements übernehmen. Also ich denke, da es gab einfach genug Männer oder Organisationsformen oder wie auch immer, die sich dann woanders durchgesetzt haben und dann doch dazu beigetragen haben, dass was funktioniert hat. Ich denke auch, dass es oft beim Geburt einer Organisation so passiert. Also, dass es, wenn es am Start noch sehr geöffnet wird und flexibel ist und langsam seine Form erreicht. Also, das finde ich auch irgendwie, also ein bisschen soziologisch verallgemeinern. Also, das ist vielleicht nicht nur hier in diesem Fall, sondern wenn etwas Neues entwickelt wird, dann gibt es eine Zeit, wenn es so offen oder proaktiv ist, bevor er oder sie diese neue Konstellation und Bürokratie aufbaut. Also die letzte Runde von Fragen und Kommentaren. Oder sind schon alle sehr müde? Wenn nicht der Fall, dann nochmal vielen Dank für die Vorlesung und vielen, vielen Dank für Ihnen auch das Kommen. Und ich muss noch bemerken, dass unsere letzte Veranstaltung dieses Jahres am 12. Dezember stattfinden wird. Und es wird von Maria Kovac von der Central European University einen Vortrag über den Numerus Clausus Gesetz in Ungarn und den Kontext des ungarischen Antisemitismus in der Zwischenkriegszeit. So, nochmal vielen Dank für das Kommen und bis zum nächsten Mal.